Dividendenaktien mit Rabatt. Das einen freut, das anderen leid. Ist natürlich immer schön, wenn man Aktien günstiger kaufen kann. Und im Mai sind die Aktien ja gefallen. Ich habe vor kurzem erst einen Blogbeitrag geschrieben, wo es um die Gewinner und Verlierer des Vormonats geht im Mai. Und man sieht hier auch schon anhand der Zahlen, es gibt natürlich auch Gewinner, aber die Verlierer haben sehr viel mehr im Schnitt verloren, als die Gewinner gewonnen haben. Entsprechend haben ja auch die Indizes nachgegeben. Hier habe ich es auch geschrieben: S&P knapp 7%, Nasdaq ungefähr 9%. Und auch der DAX hat 5% verloren. Wenn die Aktienkurse nach unten gehen, dann gehen die Dividendenrenditen automatisch nach oben, sofern sie konstant bleiben und nicht gekürzt werden. Das ist ja im Regelfall der Fall. Insofern haben wir jetzt bessere Dividendenrenditen als noch im Vormonat. Und das sind natürlich für Dividendenfans gute Neuigkeiten. Und ich zeige in dem Video, wie man diese Dividendenaktien doch sehr einfach findet. Also Dividendenaktien, die gut mit guten Dividendenrenditen historisch gesehen glänzen. Da gehen wir jetzt in den Dividendenturbo und zünden den mal sofort. Und da ist er auch schon. Wir haben hier eine Spalte und die Spalte hier zeigt an, wie die aktuelle Dividendenrendite im historischen Vergleich ist, also ob sie hoch oder niedrig ausfällt. Wenn es sie hoch ausfällt, also die aktuelle Dividendenrendite über dem historischen Schnitt der letzten 12 Monate liegt, dann ist die Zahl hier grün. Im Fall von der First Source Corporation beispielsweise liegen wir momentan 0,4% über dem Durchschnitt der letzten 12 Monate, der folglich 1,98% betrug, also leicht unter 2%, und momentan gibt es eben 2,38% Dividendenrendite. Man steigt also mit mehr ein, als man in der Vergangenheit, zumindest in den letzten 12 Monaten, bekommen hat. Das sieht man auch hier grafisch sehr schön, dass wir in 2017, Anfang 2018 mit einer Dividendenrendite von gerade mal 1,5% eingestiegen wären bei der First Source Corporation. Jetzt kriegen wir 2,4% knapp. Ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Übrigens auch, wenn wir hier mal auf 3M gehen, dann sehen wir eben auch, dass die aktuelle Dividendenrendite hier mit 3,5% deutlich über der Vergangenheit liegt. Ist also jetzt doch aus Dividendensicht eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Wir möchten hier jetzt mal zeigen, wie es allgemein geht, Dividendenaktien zu finden. Und da reicht es eigentlich, wenn man hier mal sortiert nach den historisch hohen Dividenden. Und gerade noch mal, um die allgemeine Situation ein bisschen besser darzustellen: Wir haben ja hier insgesamt 581 Dividendenaktien. Das sind über 100 Dividendenaristokraten dabei, 109, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Und allgemein die großen und populären Dividendenaktien sollten sich hier alle wiederfinden. Und wenn man jetzt einfach mal hier den Scrollbar ein bisschen betätigt und nach unten scrollt, dann sieht man, dass das alles Aktien sind, noch die im historischen Mittel günstig sind, also wo die Dividendenrendite außergewöhnlich hoch ist oder höher als im Durchschnitt, also hier sind wir noch etwas höher. Ich möchte einfach mal ein bisschen runterscrollen und erst hier wird es neutral und dann negativ und man sieht, wie weit unten wir jetzt schon sind, also über deutlich die Hälfte dieser 581 Dividendenaktien glänzt mit einer historisch gesehen hohen Dividendenrendite. Wenn wir jetzt wieder nach oben gehen, dann haben wir natürlich die Aktien, die historisch gesehen die höchsten Dividendenrenditen aufweisen. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Briten Centrica anklicken, dann sieht man hier grafisch sofort, dass diese hohe Dividendenrendite eine Falle ist. Wir haben die hohe Dividendenrendite zwar, aber das sind ja immer die Dividendenrenditen der letzten 12 Monate auf den jeweiligen Monat bezogen. Also wir haben jetzt den 30.06. und dann haben wir die Dividendenrenditen rückwirkend auf die letzten 12 Monate, die eben 12 britische Pence gemacht haben. Und dann haben wir hier eine Dividendenkürzung und dann fällt das wieder zurück. Historisch gesehen immer noch über dem Durchschnitt, aber eben nicht so hoch, wie es hier zu sein scheint. Damit wir hier nicht ins fallende Messer greifen und uns nicht mit, sage ich jetzt mal, zweifelhaften Dividendenzahlern begnügen, ist es einfach, dass man hier nach der Stabilität der Dividende findet, also einfach mal die Dividendenzahler, die unzuverlässigen Dividendenzahler entfernt, dann ist auch Centrica weg, bleiben die, die
eine gewisse Zuverlässigkeit aufweisen. Also hier sieht man dann da Stabilität der Dividende und sind ja immer noch genügend attraktive Dividendenzahler da. Wir gucken uns jetzt mal im Detail dann später eine Aktie insbesondere an. Ich möchte jetzt nur noch auf ein paar Besonderheiten hinweisen. Gerade bei den deutschen Aktien ist es so, dass diese hohen Dividenden teilweise durch Sonderdividenden erreicht werden. Und bei den Sonderdividenden ist es eben so, dass wenn die dann irgendwann weg sind, also die Wirkung quasi verpufft, dann haben wir nur noch die regulären Dividenden und ist die allgemeine Dividendenrendite wieder etwas niedriger. Also hier muss man dann aufpassen. Bei Atos Software ist es das Gleiche. Auch hier gibt es immer mal wieder eine Sonderdividende, die dann die Dividendenrendite künstlich nach oben treibt und dann fällt die Dividendenrendite wieder auf das reguläre Niveau ab. Hier ist also Vorsicht geboten. Nummer 1 ist Imperial Brands. Klar, die Tabakaktien, die allgemeine Tabakindustrie ist ja im Umbruch begriffen, mit den entsprechenden sich Unsicherheiten begleitet. Unsicherheiten sind nie gern gesehen an der Börse, führen auch zu fallenden Kursen und im Umkehrschluss zu steigenden Dividendenrenditen. Und hier bei Imperial Brands Dividendenrendite von sage und schreibe 10%. Man sieht, dass es an sich schon ein zuverlässiger Dividendenzahler ist hier. Wenn wir hier übrigens als so einzelne Ausreißer, so Franzen haben, dann liegt das meist daran oder eigentlich immer daran, dass die Dividendenzahlungen unregulär gewesen sind. Das heißt, der Dividendenmonat hat sich beispielsweise mal verschoben. Da ist ein Algorithmus hinten dran und der immer die Dividenden der letzten 12 Monate quasi subsumiert, aufaggregiert und dann kommen also Franzen raus. Ist allgemein aber nicht schlimm. Man sieht es eben, dass das hier, sage ich jetzt mal, technische Ausreißer sind. Allgemein ist hier die Dividendenentwicklung ja sehr zuverlässig von der Aktie. Und hier bei Imperial Brands beispielsweise auf Allzeithoch, nicht nur bei Imperial Brands, auch wie anderen Dividendenaktien. Hier sehen wir beispielsweise Altria. Auch hier gibt es eine außergewöhnlich hohe Dividende im historischen Vergleich. Und wenn wir jetzt nach Philip Morris, British American Tobacco und so weiter gucken würden, auch dann hätten wir wahrscheinlich sehr hohe Dividenden. Ich habe auch schon Videos gedreht auf YouTube zu den Tabakkonzernen. Das soll jetzt aber hier nicht der Schwerpunkt sein. Ich habe mir mal eine andere Aktie ausgesucht, die ich für interessant halte, die wir uns auch näher angucken. Und das ist die Gap-Aktie. Schauen wir uns erstmal hier die Dividendenrendite an. Und dann sehen wir eben zunächst mal, dass wir hier auch einen zuverlässigen Dividendenzahler haben. Und zwar liegt die aktuelle Dividendenrendite mit 5,2% sogar über dem Peak hier, was wir mal in 2016 gehabt hatten. Also deutlich über dem, was wir allgemein hier in der kompletten Historie sehen. Das macht es natürlich fürs Erste schon mal attraktiv. Jetzt gucken wir aber ob das wirklich eine attraktive Aktie ist. Und dazu gehen wir mal in die Fundanalyse. Und was wir hier sehen, ist wieder das, was ich als Blender bezeichne. Also wenn man ein bisschen Übung hat, dann fällt einem der Widerspruch relativ schnell auf, den man hier sieht, wenn man die beiden Charts hier anschaut. Wir sehen also bei Gap eine relativ schöne Steigerung der Earnings per Share und des operativen Cashflows, also der Kennzahlen pro Aktie. Ja, es geht zwar mal hoch und runter, aber doch langfristig jedenfalls seit dem Jahr 2000, das Jahr 2002 mal nimmt. Bis hier sieht man, dass wir hier prinzipiell in einem Aufwärtstrend sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lässt sich dieser Aufwärtstrend auf Unternehmensebene nicht wirklich nachvollziehen. Wir haben doch von 2002 bis aktuell doch eher gleichbleibende, also flachlaufende Umsätze und auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch hier langfristig eher nach unten tendierende operative Margen hier noch von 11-12% und aktuell eben knapp unter 9%. Und das Rätsels Lösung ist natürlich, also wie ich in der letzten Zeit auch schon öfter mal gezeigt habe, sind das die Aktienrückkäufe. Wenn wir uns hier eben anschauen, da sehen wir, dass wir starke Aktienrückkäufe gehabt haben. Also hier gab es mal wohl eine Kapitalerhöhung beispielsweise. Aber ansonsten haben wir hier immer Rückkaufquoten hier von 9%, 5%, über 12%. Hier mal nichts, wurde mal ausgesetzt, dann wieder 8%, 17%, 8% und so weiter. Das heißt, diese Per-Share-Kennzahlen, also die Pro-Aktie-Kennzahlen, die wurden insofern etwas
geschönt. Sieht man übrigens auch hier anhand der Treasury Stocks, also dieser Bilanzposition hier, wie die Treasury Stocks quasi gewachsen sind. Und dann hat man, ist man offensichtlich irgendwann hingegangen, hat die eigenen Aktien nicht nur eingezogen, naja, beziehungsweise doch eingezogen, also vernichtet. Und dann sind sie aus der Bilanzposition verschwunden. Wir sehen aber hier nach wie vor historisch, was da wirklich passiert ist. Und wir sehen es natürlich auch hier. Und ist insofern negativ, als dass hier ein Wachstum vorgegaukelt wird, was nicht vorhanden ist. Wenn wir uns die Deckung der Dividende anschauen, dann sehen wir hier, dass wir bei Gap langsam in ja, zweifelhafte Gewässer kommen. Also jedenfalls, wenn wir den Free Cashflow nehmen, der hier laufend sinkt. Wir sehen dann auch, dass die allgemeinen Renditen nicht besonders hoch sind. Das sieht man dann, wenn man den Kurs sich anschaut. Machen wir nochmal den Zoom zurück. Und dann wieder hier ein bisschen rein. Dann sehen wir, dass die Aktie langfristig seitwärts gelaufen ist und dass wir momentan einen Kurs haben, der liegt bei 18,70 Dollar. Und diesen Kurs hatten wir im Prinzip auch schon in 2003. Wir waren sogar mal um die Jahrtausendwende deutlich höher. Also wäre jetzt kein Investment, wo ich sagen würde, das war langfristig sehr erfolgreich. Ich habe gelesen, dass es wahrscheinlich ein Spin-off gibt. Es gibt eine Marke, die heißt Old Navy, die wird abgespalten. Das ist wohl die Marke, die mit am besten läuft von Gap. Ist ja als Textilunternehmen unterschiedliche Marken. Die laufen nicht alle gleich gut. Und das heißt, da wird dann nochmal Geld in die Kasse gespült werden bei Gap auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es natürlich nicht besser, wenn dann die beste Marke quasi oder das beste Pferd im Stall entlassen wird. Hat man dann zwar Geld, kann weiterhin Aktien zurückkaufen und diese Zahlen quasi nach oben treiben, diese Pro-Aktien-Zahlen hier. Aber das macht natürlich auf der Unternehmensebene das Unternehmen an sich nicht erfolgreicher. Insofern wird es dann auch kein besseres langfristiges Investment sein. Es sei denn natürlich, die Aktie schafft den Turnaround. Es gibt aber andere Aktien in der Modebranche, die vielleicht attraktiver sind, auch für Dividendeninvestoren, die jetzt zwar keine historisch gesehen außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen aufweisen, wie es jetzt beispielsweise Gap macht, die aber ebenfalls attraktive Dividendenzahler sind. Und da würde ich mal auf Inditex verweisen. Inditex ist ein spanisches Textilunternehmen und die haben eine im historischen Vergleich ebenfalls hohe Dividendenrendite mit einem halben Prozentpunkt Rabatt quasi. Wenn wir uns die Aktie angucken, dann sehen wir das auch hier schön. Und zwar sieht man hier, dass die aktuelle Dividendenrendite ja auch knapp 3,5% beträgt. Und wir haben hier in der Vergangenheit deutlich niedrigere Dividendenrenditen gehabt. Gucken wir uns mal an, wie es insgesamt ausgesehen hat. Hier seit 2009, da sehen wir, dass wir nie mehr Dividendenrendite bekommen haben. Doch mit einem Peak hier hatten wir mal zum 31.10. so einen kleinen Peak, wo es noch mal ein bisschen höher war. Aber ansonsten liegen wir hier doch relativ hoch. Und wir rechnen hier auch mit weiteren Dividendensteigerungen. Und sollten die Analysten recht behalten, dann würden wir auf über 5% Dividendenrendite kommen im Jahr 2021 schon. Wäre natürlich nicht schlecht, insbesondere wenn wir uns hier mal die Vollanalyse anschauen. Dann sehen wir hier eben im Gegensatz zu Gap, dass wir hier steigende Umsätze haben. Also wir haben hier tatsächlich Umsatzwachstum auf Unternehmensebene, haben hier leicht mit schrumpfenden Margen oder sinkenden Margen zu tun, operative Marge von knapp 20% noch gehabt, über der Marge von Gap übrigens, und haben momentan eine Marge von 16,7, also hier knapp, wie viel? 3 Prozentpunkte knapp verloren, aber von 2013, über 6 Jahre, hält sich aber immer noch in Grenzen und wird überkompensiert durch steigende Umsätze. Wir haben auch hier keine dauernden Aktienrückkäufe, wie wir das jetzt bei Gap beispielsweise gesehen haben. Wir haben hier im Prinzip fast unveränderte Bestände. Hier bei 0%, 0,1%, 0% ist quasi unverändert. Und hier haben wir mal eine Rückkaufquote von 0,2%. Sieht relativ dramatisch aus, aber absolut gesehen sieht man, dass es hier im Prinzip so gut wie keine Änderungen gibt oder keine nennenswerten Änderungen beim Aktienbestand, sodass die Pro Aktie-Kennzahlen dann auch tatsächlich die echte Unternehmensbewertung
Entwicklung widerspiegeln. Und da sehen wir nochmal schön, dass die Dividendenrendite steigt. Und hier haben wir dann auch nochmal das Kaufsignal bestätigt über die verschiedenen Berechnungen des fairen Werts der Aktie hier. Gucken wir uns das mal ein bisschen nochmal genauer im Detail an. Sehen wir, dass wir hier eine Überbewertung der Aktie gesehen haben. In 2014 bis 2018 war also Index recht teuer. Sieht man ja auch hier durch die Vergleiche zwischen Einjahres- und 10-Jahres-KGV und KCV, wie dieser enge Einjahresbalken immer über den breiten 10-Jahres-Balken hinaus wächst. Und jetzt haben wir quasi den Umschwung von der Übertreibung in die Untertreibung quasi hinein, sprich in die Unterbewertung rein. Und wenn die Umsätze so schön weiter wachsen, wie das eben prognostiziert wird, dann haben wir schon für das nächste Geschäft so eine klare Unterbewertung. Dann hätten wir hier eine Aktie, einen fairen Wert von ungefähr 30 Euro bei einem Kurs von knapp 24 Euro nur. Und die Unterbewertung würde dann quasi weiter wachsen, weil eben die operativen Gewinne und Cashflows weiter wachsen. Wir sehen übrigens, dass ein Teil der Dividende hier immer als Sonderdividende ausgeschüttet wird. Haben hier übrigens auch überhaupt keinen Goodwill bei Inditex, auch keine Treasury Stocks. Auch nochmal ein positives Zeichen. Das könnte also eine Alternative sein. Hier muss ich natürlich auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es um die Rückforderung der spanischen Quellensteuer bestellt ist. Wenn da jemand Erfahrung hat, kann er das ja mal unten reinschreiben in den Kommentarbereich. Wenn man jetzt zum Beispiel sich auf die Lauer legen möchte für Inditex, dann kann man hier einfach seine Wunschdividendenrendite eintragen. Also man könnte ja sagen, ich will 3,5% haben. Und dann kann man sich den Dividendenalarm zuschicken lassen, kann man hier draufklicken, tägliche Zustellung, Häkchen setzen, geht schon als kostenloses Mitglied der Dividendenalarm. Und sobald dann die Dividendenrendite von 3,5% erreicht wird, bekommt man eine E-Mail. Das heißt, man muss das nicht täglich verfolgen. Dieses Vorgehen kann man jetzt natürlich mit allen Dividendenaktien machen. Ich denke, es gibt jetzt wirklich schon ganz gute Gelegenheiten. Einfach mal selbst durchgehen. Geht auch schon als Mitglied, da sieht man eben nicht komplett alle Aktien, aber man sieht schon einige und kann auch dann die Dividendenalarm schon benutzen. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Dividenden-Schnäppchenjagd und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.